Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute Maloney Sally. Was sind Maloney? Maloney sind bei uns, bei Lubera, die kompakten, buschigen Apfelbäume. Wie stark werden die? Die werden ungefähr gleich stark, halb so stark wie ein normaler Apfelbaum. Also schauen Sie sich hier mal Maloney Sally an. Dann hier hinten noch die Schwester Maloney Lily. Bei den Bäumen, die keine Früchte mehr haben, haben wir die Früchte schon abgelesen. Und schauen Sie jetzt auf der anderen Seite hier zum Beispiel Red Love Bäume. Oder hier auf der anderen Seite normale Apfelbäume. Und Sie sehen, die werden ungefähr doppelt so stark wie ein Maloney. Das heißt, man kann die wirklich am kleinsten Ort im Garten pflanzen, auch dort, wo etwas nicht hoch werden darf. Wenn man anders als hier haben wir keine Konkurrenz, unten Konkurrenz hat. Zum Beispiel meine Frau hat Maloney in einen Mixboden zusammen mit Stauden und mit Buchs gepflanzt. Dann ist es sogar so, dass sie noch schwächer bleiben, etwa bei 1,20 zu wachsen aufhören und nur noch Früchte tragen. Eine wunderschöne Zierpflanze, weiß vor Blüten im Frühjahr und dann voller Früchte wie jetzt. Also eine wirklich schöne Sache, die man eben nicht nur einfach in den Obstgarten pflanzt, sondern auch gemischt mit anderen Pflanzen, eben in einen Mixboden oder was auch immer integrieren kann. Maloney haben eine ganz interessante Geschichte. Wir haben diesen Typ Apfelbaum selber kreiert. Wir haben bei einer Kreuzung Resi mal Delba Jubilee haben wir Genetic Dwarfs, genetische Zwerge gefunden, die nicht richtig gewachsen sind. Normalerweise werfen die Züchter das weg. Wir haben die behalten und aus diesen Genetic Dwarfs, die meistens eben selber absterben, sind eben dann nicht alle abgestorben, haben wir zwei Sorten selektioniert. Wundergut im Geschmack, resistent gegen Schorf, sie alle. Und einfach zu kultivieren und fruchtbar, Sally und auch Lily. Sally ist ein bisschen die spritzigere Schwester, mit mehr Säure, auch viel Zucker, ganz nahe bei als Sorte bei Resi. Auch nahe zum Beispiel, es ist ja eine Schwester, die gleichen Eltern wie Paradimyra, aber einfach mit etwas mehr Säure als Paradimyra. Die Farbe ist wunderschön, man sieht es hier, sind kleine bis mittelgroße Früchte, nicht große, also auch für Kinder geeignet. Und wir schneiden mal vielfach hier, sieht man, das ist typisch, dass sie hier beim Stiel etwas Berostung haben. Das ist einfach sortentypisch, aber sieht eigentlich schon schön aus, ganz speziell. Und dann sieht man auch ganz typisch die Lentizellen hier. Das sind diese Punkte hier, auch typisch für die Sorte. Ich schneide den Apfel mal auf. Wunderschön gelb-weißes Fruchtfleisch. Man sieht, die Kernen sind braun, also reif ist die Sorte. Zu ernten ungefähr Mitte, Ende September. Wirklich fantastisch. Jetzt sehr nahe bei Mira. Ein bisschen mehr Säure als Mira, ist ein bisschen spritziger als Mira. Aber wirklich ein fantastischer, erstklassiger Apfel. Nimmt es mit jedem Apfel im Supermarkt auf, ohne Probleme. Kann auch bis Januar, Februar im Naturlager gelagert werden. Also wirklich eine Sorte, die Sie auch von der Qualität her, von der Fruchtqualität her, mit jeder anderen Sorte im Garten und im Supermarkt aufnimmt. Probieren Sie es aus. Pflanzen Sie Ihren Maloney auf einen Quadratmeter. So etwas kann man auch kultivieren, wenn man gar keinen Platz für einen Fruchtgarten oder für einen Obstgarten hat. Für das findet man immer Platz. Man kann es irgendwo einfach reinpflanzen. Es wird sich schon durchsetzen und ein paar Früchte tragen, eben zum Beispiel auch in einem Mixboden. Auch geeignet im Top. Topf ab 30 oder 50 Liter, probieren Sie es aus, schreiben Sie Ihre Erfahrungen unten rein und, na ja, genießen Sie Ihre Ernte.